Die Geschichte, die ich euch erzählen möchte, hat sich im Jahre 1954 zugetragen. Das ist noch gar nicht so lange her, aber es war eine ganz andere Zeit. Alles begann in diesem Haus in Seebühl am Bühlsee. Kennt ihr nicht? Das ist ein Kinderheim, in dem kleine Mädchen ihre Sommerferien verbringen. Solche Heime gleichen einander wie ein Ei dem anderen. Da summt es von Gelächter, Geschrei, Getuschel und Gekicher. Ein Tag ist so schön wie der andere. Und ganz selten kommt es vor, dass so ein Tag ein ganzes Leben verändert. Oder sogar zwei. Nun ja, ihr werdet sehen. Das Wasser ist super! Wollt ihr etwa wie nasse Pudel aussehen, wenn die Neuen kommen? Gucken Sie, mein Fräulein Ulrike. Meine Haare sind noch ganz trocken. Jetzt sind Sie nass. Und wie hübsch du bist. Luise, das kriegst du wieder. Das gilt auch für Luise! Nur keine Aufregung. Ich komme ja schon. Da unten gibt es riesige Fische. Ich habe so einen großen gesehen. Genau der Fisch war's. Gleich sind wir da, meine Damen. Kannst du sie schon sehen, Luise? Nö, weit und breit kein Bus zu sehen. Hallo! Hallo! Willkommen! Wartet auf mich! Kommen Sie, Fräulein Ulrike. Bin schon da. Und Endstation, Kinderheim Seebühl. Na, dann wollen wir mal sehen. Hallo! Hallo! Na, hattet ihr eine lange Fahrt? Menschenskind, was hast du denn alles dabei? Noch mehr? Das ist ja dein halbes Kinderzimmer. Oh, meine Güte. Hallo. Mann, seht ihr aber noch blass aus. Ist das Wasser sehr kalt? Überhaupt nicht. Und man kann super Plätscher machen. Ich mach die Größten. Warte, ich helf dir. Vielen Dank. Ich komme zurecht. Hattet ihr auch schönes Wetter? Nicht einmal Regen. Steffi hat sich auf der Nase einen ordentlichen Sonnenbrand geholt. Guck mal, die denkt wohl, es regnet gleich. Ja, sehe ich denn jetzt schon doppelt? Mein Kind, ich bin Frau Muthesius.
Ich zeig dir, wo dein Zimmer ist. So, hier ist es. Du kannst deine Sachen dort aufs Bett legen. Du bist der Luise wirklich wie aus dem Gesicht geschnitten. Erstaunlich, sehr erstaunlich. Aber zwei, die sich so ähnlich sind, werden sich bestimmt gut verstehen. Ja, Frau Muthesius. Deswegen habe ich dir auch das Bett neben Luises gegeben, damit ihr euch besser kennenlernt. Ja, Frau Muthesius. Sag, Lotte, wann bist du geboren? Am 14. Oktober. Und wie heißen deine Eltern? Ich habe nur noch meine Mutter. Und die heißt Luise Lotte. Luise Lotte Körner. Aha. Gut, Lotte. Dann pack jetzt in Ruhe aus, aber komm nicht zu spät zum Essen. Zu Ehren unserer Neuen gibt es heute nämlich etwas ganz Besonderes. Entenbraten. Aha. Luise Lotte. Na, da wollen wir mal sehen, wo das Schicksal uns hinführt. Ach, Lotte, ich freue mich so, dass du ein paar Wochen mit anderen Kindern zusammen sein wirst. Du bist zu ernst für dein Alter. Viel zu ernst. Ich weiß, es liegt nicht an dir. Es liegt an mir, an meinem Beruf. Ich bin zu wenig da. Und wenn ich abends müde nach Hause komme, hast du nicht gespielt, sondern abgewaschen, gekocht und den Tisch gedeckt. Ich wünsche mir so sehr, dass du viel Spaß hast und mit 1000 Lachfältchen zurückkommst. Na, warte! Und ich kriege es! Komm doch! Mich kriegst du nie! Eine Frechheit ist das! Eine richtige Frechheit. Das würde ich mir nicht gefallen lassen. Kommt da einfach mit deinem Gesicht daher. Beiß dir doch die Nase ab. Du denkst auch immer nur ans Essen. Stimmt doch gar nicht. Oder zerkratzt dir das Gesicht. Eigentlich kann sie doch gar nichts dafür. Wenn nun jemand käme, der so aussieht wie ich, das glaubst du auch wohl selbst nicht, dass jemand anderes so blöd wäre, mit deinem Gesicht rumzulaufen. Nee, wartet's mal ab. Ich hab da eine bessere Idee. Morgen wird die ihr blaues Wunder erleben. So und so. Perfekt. Hallo, ihr blöden Ziegen. Sag mal, sind das hier eure Sachen? Diese Lotte. Die spinnt. Die wird was erleben. Los, die kaufen wir uns. Na, warte, ich krieg dich. Da ist sie. Los, komm, schmeißen wir sie hinterher. Was ist denn? Was wollt ihr von mir? Was hast du nur noch? Lasst mich los, ich hab euch doch nichts getan. So. Jetzt holst du alle unsere Kleider wieder raus und trocknest sie. Lass mich! Bitte nicht in den See! Bitte! Auch rein! So, das traut sie sich nicht nochmal. Genau. Hilfe! Ich kann nicht schwimmen! Hilfe! Hilfe, ich glaube, die kann wirklich nicht schwimmen. Ich ertrinke! Nicht schwimmen? Gerade als der Schwimmunterricht in der Schule anfing, habe ich wahnsinnige Bauchschmerzen bekommen. Vor Angst etwa? Nein, ich hatte eine Blinddarmentzündung und musste ins Krankenhaus. Und dann bekam ich Mumps und musste lange im Bett bleiben. Und als ich mit allem fertig war, war der Schwimmunterricht vorbei. Hätte es dein Vater dir denn nicht beibringen können? Ich habe keinen Vater mehr. Er ist gestorben. Aber das ist schon lange her. Ich habe nur noch meine Mama.
Bei mir ist es umgekehrt. Ich habe nur noch meinen Papa. Deswegen sagt er, bin ich ja auch so ein ungezogenes Kind. Kinder, beeilt euch, Essen ist fertig. Komm, ich habe eine tolle Idee. Das wird ein Spaß. Aua, nicht so doll. Wessen Idee war das denn, meine Dame? Ja, schon gut. Mach schnell, sonst kommen wir zu spät zum Essen. Perfekt. Das Essen ist da. Ist das alles für mich? Dann mal her mit den Tellern, ihr hungrigen Mäuler. Das ist aber Luises Platz. Na und? Oh, das gibt Ärger. Guck mal da. Hä? Wie? Du meine Güte. Ja, wer ist denn nun Luise und wer ist Lotte? Das sagen wir nicht. Trude weiß das bestimmt. Die sitzt in der Schule neben Luise. Mama der Welt. Sie ist immer lieb und gut gelaunt, obwohl sie so viel arbeiten muss. Was macht sie denn? Sie arbeitet bei einer Zeitung in München. Das ist bestimmt aufregend. Mein Papa ist Hofkapellmeister. Er macht Musik. Wirklich? Und wie macht er die? Am Klavier. Er ist Komponist und Dirigent. Das klingt ja toll. Kann er dann immer zu Hause arbeiten? Nee. Er arbeitet immer in seinem Atelier und jetzt dirigiert er auch noch. In der Oper in Wien. Manchmal hat er nur noch Noten im Kopf. Sag mal, in welche Klasse gehst du eigentlich? In die dritte. Ich auch. Dann bist du auch 8 Jahre alt? Ich werde dies Jahr noch 9. Am 14. Oktober. Am 14. Oktober? Ich auch. Aber du bist bestimmt nicht in Linz geboren. Ich? Doch. Ich bin auch in Linz geboren. Glaubst du, dass das alles ein Zufall ist? Weißt du eigentlich, wie deine Mutter ausgesehen hat? Sie war wunderschön. Mein Papa hatte einmal ein Foto von ihr auf dem Klavier stehen. Aber irgendwann war es plötzlich verschwunden. Komm, ich muss dir etwas zeigen. Zeig schon her. Ja, das ist sie. Meine Mama. Unsere Mama. Dann sind wir Schwestern. Wir sind Zwillinge. Sag mal, hast du auch ein Foto von Papa dabei? Nee, aber ich werde ihm schreiben, dass er auch ein Bild von sich schicken soll. Weil ich so Sehnsucht nach ihm habe. Aber das Bild bekommst du dann. Platz da! Da sind aber 2 Freundinnen geworden. Das werden ganz besondere Erinnerungsfotos dieses Jahr. Haben Sie schon den Fotografen bestellt? Natürlich. Morgen Vormittag kommt er. Hä? Sehr gut. Guck mal da. Luise. Entschuldigung. Wo soll ich mich denn hinstellen? Da vorne, in die Mitte. So, können wir? Gut. So, lächeln. Nicht lachen. Lächeln.
Wo soll ich mich hinstellen? Wie? Warst du nicht gerade eben... Na gut, da vorn, in die Mitte. Was ist denn mit dem Apparat? Zwillinge. Von den beiden muss ich unbedingt noch eine extra Aufnahme machen. So, können wir dann. Kuckuck. Oh, dann stellt euch mal darauf. Ja, noch ein bisschen weiter zusammen. Bestens. Jetzt nicht mehr bewegen und lächeln. Eine wunderbare Aufnahme. Die muss ich unbedingt einer Zeitung schicken. Die drucken doch sowas immer gern. Kinder, die Post ist da. Hier ein Brief für Monika. Dankeschön. Hm? Steffi, der ist für dich. Oh, bestimmt von meinem Papa. Oh. Und hier für Luise. Bist du denn auch Luise? Wirklich? Ah ja. Luise, wir haben Post. Ja! Mach schnell. Ja doch. Das ist also mein Papa. Papa. Lies vor. Mein liebes einziges Kind. So ein Schwindler, wo er doch weiß, dass er Zwillinge hat. Nun lies doch weiter. Also, hast du denn ganz vergessen, wie ich aussehe, dass du unbedingt ein Foto von mir haben willst? Noch dazu kurz vorm Ferienschluss? Erst wollte ich dir ja ein Babybild von mir schicken. Eins, auf dem ich nackig auf einem Eisbärfell liege. Aber du wolltest ja unbedingt ein neues. Also sollst du es bekommen, damit du mich erkennst, wenn ich dich vom Bahnhof abhole. Es grüßt dich dein Papa, der große Sehnsucht nach dir hat. Das ist aber ein lustiger Brief. Steffi, was ist denn los? Meine Eltern wollen dich scheiden lassen. So eine Gemeinheit. Da schicken sie dich erst in die Ferien und dann tun sie sowas. Hinter deinem Rücken. Ich glaube, der Papa liebt eine andere Frau. So ein Feigling, das hättet ihr wirklich selbst sagen können. Ist unser Papa eigentlich auch in eine andere Frau verliebt? Nein, das wüsste ich. Vielleicht eine, von der du nichts weißt. Eine heimliche Freundin, glaube ich nicht. Er hat viele Bekannte, auch Frauen. Opernsängerinnen und sowas. Aber er sagt zu keiner, du. Und Mama, hat sie einen Freund? Nein, Mama sagt immer, sie hat mich und ihre Arbeit. Und das genügt ihr. Aber ich möchte wirklich wissen, warum Mama und Papa sich getrennt haben. Vielleicht haben sie sich andauernd gestritten. Aber irgendwann müssen sie sich doch geliebt haben. Sonst gäbe es uns ja nicht. Eigentlich hätten sie uns fragen müssen, ob sie uns trennen dürfen. Das ging ja nicht. Wir waren ja noch Babys. Aber wenn wir ihnen das Foto schicken, erklären sie uns vielleicht alles. Glaube ich nicht. Die werden uns nur wieder irgendwas vorlügen. Sie haben uns ja auch 8 Jahre verheimlicht, dass es uns gibt. Jetzt guckt ihr mal die beiden an. Erst können sie sich nicht riechen und jetzt sind sie unzertrennlich. Einfach nach Hause fahren, als ob nichts gewesen wäre, das kann ich nicht. Ich auch nicht. Hä? Was siehst du da? Ich sehe Luise und Lotte. Wieso? Und was siehst du jetzt? Jetzt siehst du aus wie Lotte. Und was meinst du, würde Mama da sehen? Aber das können wir doch nicht. Du meinst, dass wir... Klar, wir tauschen die Rollen. Bist du denn gar nicht neugierig, wie unser Papa so ist? Doch,
Und wie? Und ich möchte so gern wissen, wie unsere Mama ist. Hör zu, ich schreibe dir alles auf, was du wissen musst, damit keiner merkt, dass du nicht ich bist. Platz in der Klasse? Ganz hinten rechts. Daneben sitzt Elfi. Sie schläft oft ein. Du musst sie ab und zu anstupsen. Und wenn ich etwas Wichtiges vergesse? So schnell fällt mir bestimmt nicht alles ein, was du wissen musst. Wenn du etwas vergessen hast, schreibst du es mir einfach. Aber schreib nicht deinen Namen auf den Umschlag, damit Mama nichts merkt. Guten Tag, mein Name ist Körner. Lotte Körner. Lotte, gehst du schon zum Frühstück? Hehe. Boah, na warte. Aber was soll ich sagen, wenn ich Klavier üben soll? Ich kann doch gar nicht spielen. Ach, da fällt dir schon was ein. Wahrscheinlich wird Papa sowieso nichts merken. Er ist ja kaum zu Hause. Und außerdem jault der Paul dann nicht so oft. Wer ist Paul? Paul ist unser Dackel. Er hat zwei Eigenarten. Erstens frisst er zu viel. Und zweitens jault er, wenn jemand Klavier spielt. Aber Musik, die aus dem Radio kommt, stört ihn überhaupt nicht. Luise, Lotte, Frühstück ist fertig. Sind schon unterwegs. Ja, was ist denn so witzig? Oh, nichts weiter. Die hacken doch irgendetwas aus, die beiden. Na, und wenn schon, die Ferien sind ja morgen schon vorbei. Und nun ist er tatsächlich da, der Abschied. Bei zwei kleinen Mädchen schlägt das Herz besonders schnell. Und wenn etwas schief geht, wir haben doch alles genau aufgeschrieben. Hauptsache, du vergisst nicht brav zu sein, Luise. Lotte. Selbstverständlich, gnädiges Fräulein. Zurückbleiben, bitte! Und lass von dir hören! Klar, ich werde dir schreiben! Und so fuhr Lotte als Luise zum Vater nach Wien und Luise als Lotte zur Mutter nach München. Das große Abenteuer konnte beginnen. Koche ich dann immer für Mama. Ich und kochen? Das kann ja heiter werden. Aber alles, was du wissen musst, steht im Kochbuch. Naja, Mama wird schon nichts merken. Mein Lieblingsessen sind Spinatravioli. Ausgerechnet Spinatravioli. Naja, jetzt freue ich mich erstmal auf Papa. Nun war Luise also als Lotte in München angekommen. Aber wo blieb die Mutter? Lotte? Mama! Mein Lottchen! Endlich habe ich dich wieder. Es tut mir so leid. Aber in der Redaktion war ausgerechnet heute so wahnsinnig viel zu tun und dann habe ich kein Taxi gekriegt und dann auch noch das falsche Gleis. Also, manchmal... Hast du denn sehr lang gewartet? Sehr lange, Mama. In Wien hatte der Vater Lotte, er dachte natürlich Luise, vom Bahnhof abgeholt und war mit ihr sofort in sein Lieblingsrestaurant gefahren, wo er immer zu Mittag aß. Lass dir deine Spinatravioli ordentlich schmecken. Ich habe das Gefühl, du bist etwas schmaler geworden. Hast du denn in Seebühl nicht genügend zu essen bekommen? Doch, doch. Oh, ich kann nicht mehr, Herr Franz. Aber Luisel, das ist doch erst die dritte Portion. Ah, lassen Sie nur, Franz. Der kleine Magen muss sich wohl erst wieder umstellen. Nach 6 Wochen ist das gar nicht so einfach. Na komm, Luise, dann wollen wir mal nach Hause fahren.
Was meinst du, was sich da der Paule freuen wird? Und außerdem habe ich eine Überraschung für dich. Meine Verehrung, die Herrschaften. Na, erkennst du es noch wieder? Luise, was machst du denn da? Ist ja schon eine Weile her. Ja, wie ist es nur schön, unser kleines Fräulein ist wieder da. Na sowas, er kennt seine beste Freundin nicht wieder. Und da redet man vom untrüglichen Instinkt der Tiere. Aber wahrscheinlich ist er beleidigt, weil Luise ihn so lange allein gelassen hat. Schau mal, mein Schatz. Heute Abend dirigiere ich Hänsel und Gretel. Ich würde mich freuen, wenn du kommst. Oh, toll. Ich war ja noch nie... ich meine, ich war ja so lange nicht mehr in der Oper. Kann ich dich von meinem Platz aus sehen? Und guckst du auch manchmal zu mir hin? Ja, natürlich. Dann winkst du mir und ich winke wie immer zurück. Aber jetzt zu deiner Überraschung. Guck mal in dein Zimmer. Wenn es eine echte Überraschung sein soll, musst du mir die Augen verbinden und mich in mein Zimmer führen. Meinetwegen. Na, da staunst du, was? Ein Klavier! Vielen Dank, Papa. Ja, und es hat einen viel besseren Klang als das alte. Und tüchtig üben. Ich habe dich nämlich bei einem Musikwettbewerb in München angemeldet. Ein Wettbewerb? Ach, ein Wettbewerb. Das wird wohl nichts. Ich bin total aus der Übung. Aber Luise, bei deinem Talent. Ich werde dir in den nächsten Tagen ein wenig auf die Finger sehen. Hallo? Ach, du, ich kann jetzt gerade nicht. Das können wir doch gleich besprechen. Ja, dann bis gleich. Ich muss noch mal weg. Ich meine, ins Atelier. Meine Komposition wartet. Schön, dass du wieder da bist, mein Schatz. Und mach nicht gleich wieder so eine Unordnung. Ich versuche hier zu arbeiten. Du, Resi? Warum kann Papa eigentlich nicht zu Hause komponieren? Er hat hier doch ein Klavier. Na, mein Kind, das weißt du doch. Dein Vater ist ein sensibler Künstler und braucht absolute Ruhe. Der hat nur seine Noten im Kopf. Noten, Noten, Noten. Also was jetzt? 21 und 5? Hm. Na, was? 4? Na. Oh. Du, Resi? Was machst du denn da so? Das Haushaltsbuch, weil man mich nur mal lassen würde. Da hast du dich aber ganz schön verrechnet. Luise, du hast doch noch nie rechnen können. Allein auf dieser Seite. Ah. Dreimal. Was sind denn das für neue Moden? Rechnequälst in der Schule, wo es hinkehrt. Wir lernen nicht für die Schule, sondern fürs Leben, hat unsere Lehrerin gesagt. Ja, zum Donnerwetter, wie hat das Kind sich verändert? Was doch so 6 Wochen Ferien ausmachen. Boah!
rückst du jetzt auch noch auf. Nun wollen wir doch mal sehen, wie Luise mit ihrer neuen Umgebung zurechtkommt. Die Mutter musste schnell wieder an ihren Arbeitsplatz in die Redaktion. Und Luise muss nun einkaufen gehen. Mist, jetzt hat Lotte vergessen, die Adresse aufzuschreiben. Ey, machst du jetzt schon auf der Straße Schularbeiten? Wir haben doch noch einen Tag Ferien. Wie ist das bloß? Schnell mal nachgucken. Nee, ich habe eine andere Idee. Mensch, hallo. Ich muss noch zu Frau Wagenthaler Suppengrün kaufen. Kommst du mit mir mit? Dann können wir unterwegs ja noch etwas quatschen. Ey, wo willst du denn hin? Ist ja schon eine Weile her. Wo warst du denn in den Ferien? Auf dem Mond? Dum, dum, dum. So, Lotte, das sind dann Ohren 20. Hier, bitte. Schönen Dank. Und hier sind noch zwei Äpfel für dich und die Anni. Ah, Anni. So. Danke. Wiederschauen. Auf Wiedersehen. Und merk dir, Anni Habersetzer, sie ist richtig fies. Sie haut immer nur die Kleinen. Aua, du bist gemein. Das ist mein Apfel. Dankeschön, Ilse. Was ist denn los? Die Anni hat mir den Apfel geklaut. Hey, Anni! Hä? Wenn du das nochmal machst, dann lernst du mich kennen. Oh. Was ist denn in die gefahren? Die ist wohl in den Ferien übergeschnappt. Dankeschön, Lotte. Hier, nimm den. Der war eigentlich für Anni. So schwer kann Kochen ja nicht sein. Steht ja außerdem alles im Kochbuch. Oh mein. Hallo, bin wieder zu Hause, mein Schatz. Na, das riecht aber interessant. Wieso ist das alles denn so kompliziert? Manu, was ist denn hier passiert? Mama, ich wollte doch nur etwas für dich kochen und da... Ich glaube, ich hab's verlernt. Aber Lottchen, kochen verlernt man doch nicht. Pass auf, die nächsten Tage werde ich wieder kochen. Dann guckst du schön zu und kannst es auch wieder, wie früher.
Entschuldigung. Das macht doch nichts, mein Kind. Gute Nacht, mein Schatz. Mama, ich bin ja so froh, wieder bei dir zu sein. Und ich erst. Ich habe ja nur dich. So, und nun wird gleich geschlafen. Liebe Luise, heute habe ich eine schlimme Entdeckung gemacht. Papa hat wahrscheinlich doch eine Freundin. Ich versuche rauszukriegen, wer sie ist. Und dann ist da noch dieser Musikwettbewerb in München. Papa hat mich, eigentlich ja dich, angemeldet. Aber ich kann doch gar nicht spielen. Was soll ich nur tun? Liebe Lotte, mach dir keine Sorgen wegen des Wettbewerbs. Ich lass mir was einfallen. 88 geteilt durch 8. In der Schule allerdings fällt mir nur sehr wenig ein. Ich hoffe, bei dir geht's besser. Liebe Luise, ich meine natürlich, du bist jetzt super in Mathe. Deine Lehrerin, die hat vielleicht ein Gesicht gemacht. Und, wie läuft's bei dir? Das ist mir lieber, als dass sie um die... Naja, könnte besser sein. Mama musste neulich in die Schule, zur Direktorin. Die Anni hat wohl gepetzt. Aber Mama war stolz auf mich, weil ich die kleine Ilse verteidigt habe. So kenne ich dich ja gar nicht, hat sie gesagt. Aber Setzer, reinkommt! Liebe Luise, Papa sagt, dass er sich so auf den Wettbewerb freut und dass ich tüchtig üben soll. Aber ich kann ja nicht mal alle meine Entchen spielen. Was das Üben angeht, habe ich eine Lösung gefunden. Ja, gut. Resis Rechenkünste machen sich. Und in der Haushaltskasse fehlt kein Geld mehr. Liebe Lotte, in der Schule läuft es jetzt wirklich besser. Zwar nicht in Mathe, aber bei der kleinen Ilse und Anni. Die könnten richtige Freunde werden. Hier, Anni. Dankeschön. Du wirst nicht glauben, was ich in Mamas Plattensammlung gefunden habe. Wie geht's Papa? Ich vermisse ihn doch sehr. Dem geht es gut. Und manchmal nimmt er mich sogar mit zur Arbeit. Das ist immer unheimlich lustig. Aber er hat wirklich nur Noten im Kopf. Jedes Mal, wenn ihm etwas einfällt, muss er sofort in sein Atelier, um es aufzuschreiben. Resi, Vorsicht! Oh. Liebe Lotte, ich habe schon mal 2 Karten für den Wettbewerb besorgt. Damit werde ich Mama überraschen. Die wird Augen machen. Besonders, wenn sie Papa sehen wird. Papa wird auch ganz schön überrascht sein. Und vielleicht, wenn die beiden sich wiedersehen, dann... Bin zu Hause. Herr Palfi. Luise ist fleißig, wie ich höre. Oh ja, sie übt schon den ganzen Tag. So gut hat sie überhaupt noch nie gespielt. Sie sagen es. Den Wettbewerb wird sie gewinnen. Tja, ganz meine Tochter. Und der Paul ist auch ganz hin, er jault gar nicht mehr. Stimmt, jetzt wo Sie es sagen, na das schaue ich mir doch mal an. Paul! Paul, du musst jaulen, sonst erwischt mich Papa. Luise? Was ist denn? Ich übe. Ist was Bestimmtes? Sag mal, der Paule jault ja gar nicht mehr. Essen ist fertig. Wie? Na gut, dann komm, bevor es kalt wird. Paule? Also irgendwas stimmt mit dem Hund nicht. Puh. Das riecht aber gut. Was gibt es denn? Schweinsrücken mit Sauerkraut, ein Rezept von Luise.
Von Luise? Seit wann interessiert sie sich denn fürs Kochen? Hat mich auch gewundert. Sie sagt, vielleicht könnten wir wieder zusammen zu Hause essen. Ja, wie eine richtige Familie. Fehlt nur noch die Mutter. Ich nehme dann den kleinen Salat ohne Dressing. Und was darf ich dem Herrn bringen? Für mich heute nichts. Danke, Franz. Du lädst mich zum Essen ein und hast selbst keinen Hunger? Nein, ich habe gerade zu Hause gegessen. Zu Hause? Was ist denn mit dir los, Ludwig? Erst treffen wir uns nur in deinem Atelier und nicht in deiner Wohnung. Und nun auch da immer weniger. Und jetzt? Franz, noch eine Flasche Champagner. Sehr gern, der Herr. Ludwig, was? Irene, ich weiß, ich habe mich in letzter Zeit komisch benommen. Allerdings. Aber das hat nichts mit dir zu tun. Es ist alles so anders geworden. Ach ja? Was denn? Es ist Luise. Sie kauft Blumen, sie macht Frühstück. Es ist, als ob wieder eine... Ja, Ludwig. Als ob wieder eine Frau im Haus wäre. Wie schön für dich, dass du auch sehr gut ohne mich zurechtkommst. Nein, so ist das nicht. Ein Leben ohne dich, das wäre... Ja, wäre was? Ich will... Ich meine, willst du meine Frau werden? Ludwig? Der ist aber schön. Zwei Tickets nach Paris. Paris? Wir allein, nur du und... Luise, dich habe ich jetzt ja gar nicht erwartet. Papa, ich muss dir unbedingt was erzählen. Ich meine, wir haben dir auch etwas zu erzählen. Luise, das ist Irene. Ich meine, das ist das Fräulein Gerlach. Ihr kennt euch ja schon, aus der Oper. Hallo, kleines Fräulein. Schön, dich endlich kennenzulernen. Ludwig, wolltest du deiner Tochter nicht etwas sagen? Oh ja, richtig. Luise, hör zu. Das Fräulein Gerlach, also Irene und ich, wir werden... Bitte schön der Champagner daher und für die Dame der kleine Salat ohne Dressing. Also, Luise, Papa, ich habe auch tolle Neuigkeiten. Wohnung auf der anderen Seite des Flurs, du weißt schon. Luise, jetzt hör doch mal zu. Die ist frei geworden. Wirklich? Dann könntest du dein Atelier aufgeben und dort arbeiten. Dann wärst du immer ganz nah bei mir. Also, du hast Ideen. Ich habe schon mit dem Hausmeister gesprochen. Morgen kannst du sie dir anschauen. Oh, wie ich sehe... Habt ihr wichtige Familienangelegenheiten zu besprechen? Da möchte ich nicht stören. Ach übrigens, Ludwig, die Antwort auf deine Frage lautet ja. Möchte Fräulein Gerlach ihr Essen nicht mehr? Dann nehme ich's. Und? Was gibt's bei dir Neues? Luise, du hast mich ganz schön blamiert. Ich kann es nicht leiden, wenn sich andere Leute für mich den Kopf zerbrechen. Auch meine Tochter nicht. Ich weiß selber, was für mich am besten ist. Verstanden? Aber Papa, das war doch bloß nur... Und statt nach neuen Wohnungen zu suchen oder Ateliers, solltest du lieber Klavier üben. Und was ich dir noch sagen wollte... Ich hab's doch nur gut gemeint. Dann gehe ich eben üben. Ich dachte, du findest es auch schön. Ich werde wieder heiraten. Du hast ja recht, Paula. Es ist zum Heulen. Der Tag des Wettbewerbs ist gekommen. Würde ihr Plan aufgehen? Würde Luise es rechtzeitig zum Konzerthaus schaffen? Lotte hat ihr eine Karte mit dem schnellsten Weg geschickt. Na, wenn das mal gut geht. Heute sehe ich endlich meine Schwester wieder. Und was Mama wohl sagen wird. Und Papa? Jetzt aber schnell. Ich muss noch einkaufen und alles vorbereiten. Herein. Guten Tag, Frau Körner. Hier sind die Fotos, die Sie bestellt haben. Danke. Frau Körner, ist das wirklich alles für den Titel? Die Agentur hat noch Fotos von der neuen deutschen Meisterin im Brustschwimmen geschickt. Sieht sie wenigstens süß aus? Naja, für Schwimmen reicht's. Immer wieder dasselbe im Sommer. Alle unterwegs, keine Themen. Ach, nur saure Gurken.
Haben wir denn nicht irgendwas Sommerliches? Irgendwas Romantisches? Ich kann ja noch mal die Agentur... Halt! Ich hab genau, was wir brauchen. Da hat mir doch neulich dieser ulkige Dorffotograf... Verzeihung, wo hab ich sie nur hin? Nee, da ist es nicht. Nee, ja, auch nicht. Ach, da ist ja der Umschlag. Geben Sie die doch gleich mal ins Layout und machen Sie eine hübsche Bildunterschrift drunter, ja? Oh Gott. Frau Körner, was ist denn? Gefällt Ihnen das Foto nicht? Wir können auch gerne ein anderes nehmen. Schnell du das Kochen gelernt hast. Ja, ohne Lottes Kochbuch hätte ich das nie geschafft. Luise. Mein Kind. Mein liebes Kind. Komm zu mir. Mama! Jetzt musst du mir aber alles erzählen, Lotte. Ach, ich meine Luise. Ach, war das schön, endlich die Wahrheit gesagt zu haben, sich nicht mehr verstellen zu müssen. Luise fühlte sich sehr erleichtert. Unterdessen waren Lotte, ihr Vater und natürlich auch das Fräulein Gerlach in München angekommen. Lotte war bedrückt. Alles war zwar geplant, aber würde ihre Schwester auch kommen, wie verabredet? Denn die hatte der Mutter so viel zu erzählen. Schnell war der Rest der Welt vergessen. Und die Zeit. Und der Wettbewerb. Der Wettbewerb? Was für ein Wettbewerb? Na, der Musikwettbewerb für Kinder. Hier in München. Lotte soll Klavier vorspielen und sie kann es doch gar nicht. Und ich habe ihr fest versprochen, dass ich ihr irgendwie helfe. Sie wartet auf mich. Und wann ist der? Heute um 6. Das ist ja schon in einer Viertelstunde. Wo findet er denn statt? Im Konzerthaus. Ich habe schon Karten. Und hier, ich habe auch einen Plan. Oh, nein, so geht das nicht. Wir nehmen uns ein Taxi. Das geht am schnellsten. Luise, komm! So, meine Dame, da wären wir. Ich drücke dir die Daumen fürs Konzert. Du wirst das ganz toll machen. So wie du in letzter Zeit geübt hast. Ja, Luise, aber... Es ist ganz normal, so aufgeregt zu sein. Bemühe dich nicht, Ludwig. Ich komme allein zurecht. Was meinst du, was ich früher für ein Lampenfieber hatte? Nun guck dir all diese Leute an. Die sind genauso gespannt wie ich. Luise, wo bleibst du denn? Ich musste mich doch noch umziehen. Jetzt aber schnell. Taxi! Halt! Stopp! Mist. Ich habe eine Idee. So, das war die wunderbare Gertraud. Ganz toll, Gertraud. Ich habe mich nicht einmal verspielt. Ganz toll, Gertraud. Wir sind so stolz. Du hast mich nicht enttäuscht, mein Kind. So, und als nächstes die Viola mit der Trommel. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, noch ganz schön viele. Ach, ich bin Ihnen sehr dankbar, Frau Wagenthaler. Ich hoffe, wir machen Ihnen keine Umstände. Keine Sorge, mein Kind. Du bist genau richtig bei mir. Es ist ganz wichtig, dass wir pünktlich sind. Wagenthaler, Alfie. Immer pünktlich. Als nächstes der Peter mit der Trompete.
jetzt die Brigitte mit der Harfe auf die Bühne bitten? Luise, wo bleibst du denn? Mama, es ist ganz wichtig, dass wir es rechtzeitig schaffen. Ich muss doch für Lotte spielen. Als nächstes ist die Christine dran. Hören Sie, Frau Wagenthaler, wir haben es eilig, ein klitzekleines bisschen. Na, dann festhalten. Ich kenne Abkürzung. Aufgepasst, die Dame. Vor mir. Noch haben wir Zeit. Dann machen wir weiter mit dem Quartett. Luise, beeil dich. So, liebe Luise, so, jetzt bist du an der Reihe. Wir sind zu spät. Sie haben schon angefangen. Beeilung! Die Instrumente müssen sofort zur Bühne. Das sind dann eine Pauke, ein Kontrabass. Ah ja, und eine Kulisse. Luise, nun komm doch endlich. Worauf wartet sie denn? Hat wahrscheinlich vergessen zu üben. Nun fang doch bitte an, Luise. Meine Damen und Herren, ich bitte um Verständnis. Die Kinder sind natürlich etwas nervös. Luise, bitte fang jetzt an. Ich kann nicht. Lotte. Ich kann nicht anfangen. Ich habe die falschen Noten. Bin gleich wieder da. Was macht sie denn da? Kann ich jetzt endlich anfangen? Wie? Bitte doch, bitte sehr. Ach, mein Lottchen. So was ist mir noch nicht untergekommen. Vergiss einfach ihre Not. Das ist doch nicht möglich. Aber... Luise Lotte. Ludwig, würdest du mir das hier bitte erklären? Mein Name ist Körner. Ich bin die Frau, Ex-Frau von Ludwig. Und das sind Luise und Lotte, unsere Kinder. Das ist Fräulein Gerlach. Seine zukünftige Frau.
gibt es Situationen, die selbst einen intelligenten Erwachsenen überfordern. Diese war so eine. Telefonieren wollte man also, um eine angemessene Lösung zu finden. Und so flog die richtige Luise mit ihrem Vater zurück nach Wien und die richtige Lotte blieb bei ihrer Mutter in München. Gefragt wurden die Kinder wieder einmal nicht. Sie würden es schon irgendwann verstehen. Schade, dass nicht irgendein Riese in der Nähe ist, der den Eltern mal so ordentlich die Meinung geigt. Schlaf gut, Luise. Wach auf. Du hast nur schlecht geträumt. Ich muss jetzt zur Arbeit. Wir reden heute Abend, ja, mein Liebling? Dann geh doch. Wenn du möchtest, musst du heute nicht in die Schule, mein Schatz. In Ordnung? Vielleicht etwas. Luise! Warte. Hör doch zu. Ich will aber nicht mehr zuhören. Ich habe schon genug gehört. Aber Luise, ich versuche doch nur Ordnung in unser Leben zu bringen. Du brauchst wieder eine richtige Familie. Ich habe eine richtige Familie. Du wirst dich mit Irene. Mit Fräulein Gerlach sicher gut verstehen. Sie wird ja eine gute Mutter sein. Ich habe eine Mutter. Das ist nicht so einfach, wie du dir das vorstellst. Und warum habt ihr euch denn nie mehr gesehen? Und warum habt ihr euch überhaupt getrennt? Und uns auch? Ach, Luise, das ist nicht so einfach zu erklären. Ich war damals noch sehr jung, hatte gerade den ersten Erfolg mit meiner Musik und dann plötzlich zwei Kinder. Und ich war überfordert. Es tut mir leid, auch dass wir euch auseinandergerissen haben. Heute weiß ich das. Irgendwann wirst du es verstehen. Niemals werde ich das verstehen. Luise! Geh weg. Mit dir rede ich nie wieder. Schauen Sie bitte ein wenig nach Luise. Sie hat es im Moment nicht so leicht. Ich muss jetzt zur Oper. Thank you.
Ackern, Gerlach. Da ist sie. Kobenzl-Allee 43. Ach, das wird Ludwig sein. Erika, bringen Sie Champagner. Frau Hofkapellmeister. Ludwig mit... Luise, na so eine Überraschung. Aber du bist ja ganz durchnässt, mein Kind. Zieh dir die nassen Sachen aus. Komm doch rein. Erika, eine heiße Schokolade für unseren Gast. Lassen Sie nur, danke sehr. Ich will nicht lange bleiben. Aber Kind, du musst doch jetzt was Sie heißen. Dürfen unseren Papa nicht heiraten. Das wirst du nicht entscheiden können, mein Kind. Aber du und ich, wir werden gewiss sehr gut miteinander zurechtkommen. Wenn wir erst einige Zeit zusammen gewohnt haben, werden wir die besten Freundinnen. Deine Schwester kann uns doch auch mal besuchen. Und in Paris. Paris? Ach, hat dein Vater es dir noch nicht erzählt? Wir werden übermorgen nach Paris fliegen. Sie dürfen meinen Papa nicht heiraten. Du willst mir verbieten, die Frau deines Vaters zu werden? Ja. Das ist ja wirklich allerhand. Ich muss dich jetzt bitten, nach Hause zu gehen. Auf Wiedersehen. Lassen Sie uns so, wie wir sind. Bitte. Die heiße Schokolade, gnädige Frau. Was soll ich denn jetzt damit, Sie dummes Huhn? Holen Sie mir gefälligst mein Kleid in die Oper. Wie Sie meinen, gnädige Frau. Da bist du ja endlich. Jesus noch. Ja, wie siehst du denn aus, wer ein Geist? Großer Gott, du glühst ja. Du musst sofort ins Bett. So. Halt. Aber bitte nichts dem Papa sagen. Bitte. Staatsoper, guten Abend. Für Herrn Palfi, es ist dringend. Entschuldigung, Herr Palfi, aber Ihre Haushälterin hat gerade angerufen. Ihre Kleine scheint schwer krank zu sein. Man hat schon den Arzt gerufen. Vielen Dank. Aber Herr Palfi, die Aufführung! Wo ist sie? Und warum haben Sie einen Hut auf? Na, im Bett. Und ich komme gerade aus der Apotheke. So, braver Hund. Was ist denn passiert? Kann ich noch nicht genau sagen. Ich habe ihr eine Spritze gegen das Fieber gegeben. Jetzt wird sie erst einmal schlafen. Man muss aufpassen, dass sie keine Lungenentzündung bekommt. Vielleicht sind es die Masern. Auf keinen Fall. Das Kind muss stundenlang im Regen unterwegs gewesen sein. Stundenlang im Regen? Resi, wieso läuft das Kind bei dem Wetter draußen rum? Kurz nachdem Sie gegangen waren, kam sie zu mir und war ganz merkwürdig. Sie sagte, sie müsse in die Kobenzl-Allee und... Kobenzl-Allee? Danke, Resi. Und nehmen Sie bitte endlich den Hut ab. Ach, mir gefällt der Resi. Auf ein Herrstrobele. Irene, hier ist Ludwig. War Luise heute Nachmittag bei dir? Ja, aber ich wundere mich, dass sie dir das erzählt hat. Und was wollte sie von dir? Das lass dir doch bitte von ihr erzählen. Kann sie nicht. Luise liegt mit schwerem Fieber im Bett. Ludwig, das tut sie doch nur, um uns auseinanderzubringen. Das Kind simuliert. Bitte, beantworte meine Frage. Was wollte sie bei dir? Nur eine Kleinigkeit. Sie wollte mir verbieten, deine Frau zu werden. Ludwig? Hallo? Ludwig, bist du noch dran? Herr Palfi. Allein vom Rumlaufen im Regen kann Ihr Zustand nicht kommen. Das Kind macht offenbar eine schwere seelische Krise durch. Was ist denn da bei Ihnen los? Nun ja, es war gestern in München. Da kam Ihre Mutter und... Aber das ist jetzt zu kompliziert zu erklären. Na gut, Herr Palfi. Das Kind sollte heute Nacht auf keinen Fall alleine sein. Gute Nacht. Gute Nacht, Doktor.
Hier. Ja, hier, Palfi. Ludwig, ich bin... Luiselotte, du? Ich bin in großer Aufregung. Was ist denn los? Lotte ist verschwunden. Als ich von der Arbeit kam, war sie nicht da. Ich habe sie überall gesucht, aber nirgends gefunden. Ist sie vielleicht bei euch? Bei uns? Nein, natürlich nicht. Ich mache mir so große Sorgen. Wie kann denn das jetzt sein, um diese Uhrzeit? Was hast du gesagt? Ruf am besten die Polizei. Bleib dran, ich muss kurz an die Tür. Lotte? Ja, um Gottes Willen, was machst du denn hier? Lotte! Ach, Kind, was machst du denn für Sachen? Ich will zu meiner Schwester! Warte, deine Mutter ist gerade am Telefon. Luise, Lotte, Lotte ist hier bei mir. Hallo? Hallo? Bist du noch dran? Hallo? Isa, wir sind wieder zusammen. Das ist doch Luise. Mama, es tut mir so leid. Aber ich wollte unbedingt zu Luise. Und du hättest das doch nie erlaubt. Ist dir gut, mein Schatz. Hauptsache, ich hab dich wieder. Luise, du musst sofort wieder ins Bett. Du bist schwer krank. Das ist nicht das Kind, das sie meinen. Es ist die Schwester. Die Schwester? Mhm. Hallo, Resi. Willst du uns nicht reinlassen? Luise, du musst doch ins Bett. Das ist nicht das Kind, das Sie meinen. Das ist die Schwester. Mama. Mein Kind. Ihr seid wirklich nicht auseinanderzuhalten. Luise, dir geht es ja schon besser. Moment mal, bist du eigentlich Luise? Und wie heißt du eigentlich, hä? Lotte! Du siehst aber auch aus, als hättest du kein Auge zugetan. Hab ich auch kaum. Ich hatte Angst um das Kind, aber das Schlafen kann ich ja jetzt nachholen. Na, das sieht doch schon alles wieder richtig gut aus. Eine Mutter, das ist eine Medizin, die kann man nicht aus der Apotheke holen. Werden Sie so lange bleiben können, bis die Luise wieder ganz gesund ist? Selbstverständlich bleibe ich. Ich meine, wenn es für dich in Ordnung ist. Ich meine... Da wird er sich diesmal fügen müssen, der Künstler. Ja, natürlich. Natürlich könnte ich hier bleiben. Entschuldigung, da ist ein Anruf. Das Fräulein Gerlach. Sagen Sie ihr, ich bin nicht da. Ist das nicht unglaublich? Da tauschen sie einfach die Rollen. Und wir merken nichts. Ja, was die beiden angestellt haben, um... Um ihre Familie wieder zusammenzubringen. Viele Jahre hatten die beiden sich nicht gesehen. Nun haben sie viel besprochen, aber noch mehr beschwiegen. Du musst todmüde sein. Warum nimmst du nicht mein Bett und ich schlafe im Atelier? In Ordnung. Kommst du denn morgen zum Frühstück? Das wäre schön. Dann wohl bis morgen. Bis morgen. Thank you.
Lieselotte, aufwachen. Frühstück ist fertig. Wo ist denn Papa? Papa! Unser erstes gemeinsames Frühstück. Na, das ist doch keine Frage. Richtige Familien machen das doch so. Dann bleiben wir jetzt für immer zusammen? Da hat noch jemand ein wichtiges Wort mitzureden. Meint ihr nicht? Erwachsene. Reden, reden, reden. Und dann? Was sollen wir bloß tun? Irgendwas müssen wir doch tun. Wir drücken ganz fest die Daumen. Das reicht nicht. Wir müssen beten. Aber was sollen wir denn beten? Komm, Herr Jesus, und sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Aber das ist doch ein Tischgebet. Das passt doch gar nicht. Ich weiß aber kein anderes. Na gut, vielleicht geht das ja auch. Du weißt, wem wir das alles zu verdanken haben. Ja, Luise und Lotte. Wir hätten sie einfach nie auseinanderreißen dürfen. Ja, aber uns auch nicht. Sag schon, was siehst du? Papa gibt Mama einen Kuss. Ich will auch mal sehen. Immer noch? Nein, jetzt gibt Mama Papa einen Kuss. Noch ein bisschen weiter zusammen. Bestens. Und? Und das war sie, die Geschichte, die ich erzählen wollte. All denen, die Kinder sind und immer noch an Wunder glauben. Und all denen, die vergessen haben, dass sie auch einmal Kinder waren. Und die sich nicht vorstellen können, dass man versäumtes Glück nachholen kann. Man muss eben nur fest daran glauben.